Aurich. Meine Heimat. Mein Name ist Harro Füllgabe. Ich bin gebürtiger Ostfriese und endlich mal wieder in meiner Heimat unterwegs. Hier treffe ich Insa Rücker, die es mir ermöglicht, meine Heimat mal ein bisschen anders zu erleben. Moin! Hey Ella, Birgit, grüß euch! Schön, euch zu sehen. Boah, hier wird alles vorbereitet, das ist klasse. Du sag mal ganz schnell, ich komme gleich noch mal wieder zu euch, aber wo ist die Insa? Einfach hoch? Alles klar, bis gleich, ciao! Insa! Grüß dich! Ach, schön, dich zu sehen. Ja! Oh, du bist ja schon voll im Thema drin. Ja, die eine Wand ist immer noch nicht fertig und sie muss jetzt ja irgendwann auch noch fertig gemacht werden. Ach, ich freue mich so auf diese Tour, das glaubst du gar nicht. Das ist echt schön, in der Heimat zu sein. Wie sieht das denn jetzt genau aus? Was darf ich erleben? Also erstmal lässt du dir bitte Zeit. Ja, oh, das ist das Einfachste. Ja, okay, wunderbar. Wenn du dann einen entspannten Tag in Ostfriesland hattest und abends Hunger hast, freuen sich Lars und Pascal auf dich. Die haben die Genusskumpelei in Timmel und die machen dir richtig leckere Burger mit Ostsee-Cheddar. Und dann wäre es sicher spannend, Rina kennenzulernen. Rina ist eine unserer Küstenbäuerinnen. Ah, das heißt, die liefern das wertvolle Rohmaterial, die Milch, auf der alles basiert. Genau, die liefern die Milch und auch da kannst du super essen, weil Rina eine großartige Köchin ist. Wow, das hast du gut geplant. Ich muss mich ja um dich ein bisschen kümmern, wenn du auf die Spuren des Ostsee-Cheddars gehst. Dann geht's von der Nordsee an die Ostsee, auf die Insel Fehmarn. Ja, und auf Fehmarn ist der Ursprung unserer Molkerei. Unsere erste Molkerei in Fadersdorf auf Fehmarn, die Eduard gegründet hat, guck mal, der hat die Molkerei im Mai 1890 übernommen. Wow. Und damit den Grundstein für unsere Familienmolkerei gelegt. Ah. Und dann treffen wir uns in Wismar. Boah, das ist klasse. Das heißt, da darf ich dann tatsächlich mir anschauen, wie die Käseproduktion funktioniert und dann die Reifung des Ostsee-Cheddars in den heiligen Hallen? Ich glaube, das kann ich möglich machen. Ja? Ja, ich glaube, das kriegen wir ausnahmsweise hin. Gut, dann kriegst du jetzt noch Käse von Edda und Birgit. Oh. Und dann genieß deine Zeit. Das werde ich. Wir sind hier in der Nähe von Ilo. Ich kann mich daran erinnern, da gibt es so einen See, Sandwarter. Vielleicht können wir da eine Picknickpause machen. Wurde aber mal Zeit. Ohne Frühstück direkt zum Picknick durch. Genial. Aber es ist eine coole Auswahl. Oh, ist das lecker. Und die Pause und die ostfriesische Ruhe, die tun ihr Übriges dazu. Frisch gestärkt. Und wisst ihr was? Wir sind hier in der Nähe von Sohusen und da gibt's was Tolles. Da ist er. Schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Und er steht hier in Sohusen, in Ostfriesland.
Warum der Turm schief ist? Der schiefe Turm in Sohusen wurde auf Eichenstämmen im Moorland gebaut. Das Grundwasser wurde angezapft, dadurch drang allerdings Luft an die Stämme, die daraufhin verrotteten. Die Folge? Das Absinken des Turms. Und das begann im 19. Jahrhundert. Heute ist der Turm stabilisiert, aber trotzdem beeindruckend schief. Das hier ist der schiefste Turm Europas. Ja, was wollt ihr denn in der Toskana, Pisa? Nein, Sohusen! Das ist ein Must-Go. Ich liebe Burger. Ein schönes Stück Fleisch, knuspriges Brot, leckere Zutaten und schmelzender Käse. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich muss unbedingt zu Lars und Pascal. Lars ist ein Gott am Grill. Was macht einen guten Burger aus? Meine Definition von einem guten Burger ist erstens nicht zu viel Schnickschnack und gute Produkte. Fleisch aus der Region, Käse aus der Region, wie zum Beispiel Ostsee-Cheddar von Rücker ist auch so ein Produkt, was wir dann verwenden. Ich hab schon so einen Bock auf einen geilen Burger, ey. Und mir läuft das Wasser im Mund zu. Oh, danke dir, mein Lieber. Gerne. Ein Meisterstück. Das Fleisch schmeckt wahnsinnig gut. Der Cheddar passt 1A zu. Das ist echt der Hammer. Ich bin so froh, dass wir hier sind. Richtig gut. Mhm. Seid ihr häufiger hier? Mhm. Kann ich verstehen. Ob die da was gegen hätten, aber ich könnte auch hier bleiben jetzt. Ja, ne? Wir haben auch ein Zimmer frei, oder zwei. Ich sehe gerade, es wird schon dunkel. Jetzt geht's auf zum Campingplatz. Es geht wieder los. Tag 2. Ostfriesland ist für mich Heimat. Da war ich als Kind, da war ich mit meinen Eltern. Das ist halt einfach, ich weiß nicht, das ist ein Stück von mir. Erstmal hier die Treppen hochgesprintet. Ne? Was ich natürlich cool finde, Leuchttürme, wenn man schon an der Küste ist. Es gibt in Ostfriesland 5 Stück. Der Leuchtturm in Kampen ist mit 65 Metern der höchste Leuchtturm in Deutschland und seit 1891 im Betrieb. Der sieht aus wie eine Rakete.
ganz schön beeindruckend. Und das hier ist der bekannteste. Das ist der Leuchtturm von Pilsum. Und wer hat ihn in den 80er Jahren so richtig berühmt gemacht? Na klar, der Otto Walkes. Ja! Bei all diesen schönen Eindrücken darf ich ja nicht vergessen, dass ich auch noch einen Auftrag habe. Ich möchte ja wissen, wo kommt die tolle Milch her, aus der man Käse macht. Ja? Und dafür sind die Küstenbauern und Bäuerinnen verantwortlich. Ich fahre jetzt deswegen zu Rina. Die soll nicht nur ganz tolle Kühe und eine super Milch zur Verfügung stellen, sondern sie soll auch eine gute Köchin sein. Und das Gute daran ist, ich habe schon wieder Hunger. Also, auf geht's! Hallo! Hallo, hi. Grüß dich. Hi, wer bist du denn? Gesa. Hallo Gesa, ich bin der Harro. Grüß ja. dich. Das hier ist jetzt sozusagen, ist das ein Teil deiner Herde oder? Das ist ein Teil, weil ein Teil schon unerwartet reingelaufen ist. Die konnten schon kaum abwarten. Die freuen sich immer so, schon in den Stall zu kommen. Okay. Nach dem Weidegang. Bei uns ist Weidehaltung ja sehr wichtig. Und genau, und die andere Herde wirst du gleich so ein bisschen anführen. Wie viele hast du denn jetzt hier tatsächlich? Wir melken so um die 170 Kühe, aber manche sind ja auch immer mal trocken. Das heißt, die bekommen dann bald ein Kälbchen. Ne? Ja, aber im Moment melken wir so im Durchschnitt um die 170 Kühe. 170? Sind ein kleiner Familienbetrieb. Wow. Na? Was heißt das denn eigentlich, also wenn wir jetzt praktisch von Küstenbauern und Küstenbäuerinnen sprechen? Mhm. Ja, weil die Milch für den Käse kommt ja von euch. Das ist, muss eine tolle Qualität sein. Wo müssen sich die Kühe befinden? Ab wann bist du Küstenbäuerin oder Küstenbauer? Also der maximale Radius ist ungefähr 80 Kilometer. Ne? Okay. Und wir haben zum Beispiel zur Molkerei auch nur eine Viertelstunde weit weg. Und der Küstenradius ist ungefähr 80 Kilometer von den Küsten entfernt, was so als Küstenbauernmilch Region zählt quasi. Ne? Wie kann ich dir helfen, jetzt wo ich schon mal da bin? Hast du was für mich? Ja, du, wir gehen mal zu deinen Mädels. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass der ganze Rest da reingeht, genau, oder? Genau, mit dem Lauf da reingeht. So. Ach, der Bulle ist schon weg, dann geht's mir also gut. Hey Mädels, alles klar, ihr könnt da reingehen. Wer bist du? Ich bin der Harro. Kommt her. Alles gut, ihr wisst, wo es lang geht. Du bist da hinterm Zaun, das ist nicht gut. Ja, ah doch, das geht, da kannst du auch lang. Ihr könnt hier rein. Hopp, 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 hopp. Du machst das schon ganz gut. Ja, ich weiß, ich sehe komisch aus. Ich bin vom Fernsehen, mach nix. Komm. Du weißt nicht, wo du hin willst? Ich habe eine gute Idee. Da, folg mal deinen Freunden. Geh mal da lang. Da ist die Tür. Jawohl. Ich weiß, wo es lang geht. Glaube ich jedenfalls. So, draufdrücken. So. Und dann haben wir erst hinten. Eins. Zwei. Drei. So. Siehst du das, wie die da? Das ist die gute Küstenbäume. Das ist super. Oh. Hi. Danke für die Milch. Ja, auch dir. Ja, Harro, dann kannst du jetzt mal probieren. Nimm mal einen ordentlichen Schluck Milch. Oh, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Dass du dich stärkst, es geht ja gleich noch weiter. Prost. Okay, ich liebe Milch. Habe ich das schon mal erwähnt?
Jetzt weiß ich, wo dieser absolut hochwertige Rohstoff für den Käse herkommt. Und ich mag ihn jetzt schon. Lecker. Wenn man wirklich den gesamten Prozess sieht, zumindest würde ich es vielen Leuten wünschen, einfach mal einen Blick dahin zu werfen, um einfach zu wertschätzen, was es ist. Der Weg, ne? Und das, der Weg, genau. Ins Glas. Ins Glas, ja. Und vom Glas in die Küche. In den Mund. Oder in die Küche, oder egal. In dem Fall trinke ich es einfach. Apropos Küche, ja. Ich habe Hunger. Ich habe was vorbereitet für dich. Du hast ja noch keinen Feierabend. Rein in die Küche. Danke dir. Achso, okay. Rina, was machen wir jetzt? Ja, extra für dich tolle Quesiladas. Mm. Du bist ja viel in der Welt unterwegs. Wir sind aber jetzt in unserem Ostfriesischen. Ich wollte gerade sagen. Und das kombinieren wir jetzt ganz toll in dieser Geschichte mit unseren Wraps. Dann hast du hier Paprika, Mais, Tomaten, Frühlingszwiebeln, Kidneybohnen, bisschen Eisbergsalat. Und nicht zu vergessen, unser toller Ostsee-Cheddar, der wird das Ganze perfekt machen. Entschuldigung. Probier mal. Ja, ich will doch nicht bei denen. Von 0 auf 100. Okay. Landet. Achso, ich habe noch nichts vergessen, ne? Hier von dem. Hier mal den Wrap. Klappt es nach und über. Ja. Schön klebt. Ich bin kein Kochbuchmensch. Ja. Deckel auf und los geht's und gucken, was da ist. Und die tollsten Rezepte entstehen eigentlich aus dem Bauch raus, aus dem Kühlschrank raus, aus der Region raus. Was gerade so da ist. Ne? Das ist schon toll. Ja. Toll, ne? Ja. Oh ja. Rina, ich bin glücklich. Ich finde es klasse, weil ich einfach einen Einblick bekommen habe, wo kommt die Milch her? Mhm. Ja? Wer kümmert sich darum? Da ist eine Sauarbeit dahinter. Liebe, Herzblut. Und das habe ich bei dir gesehen. Schön, und dass du das vermitteln konntest. Ja, aber und das nicht nur auf dem Hof, sondern auch in der Küche. Ja, Liebe geht durch den Magen, ne? Ja, mein Gott, habe ich einen Magen. Ich muss so wahnsinnig gut lieben können. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Es war mir, echt eine Freude. Danke. Aber ich esse noch auf, ne? So schnell bist du mich nicht los. Ich habe noch ein bisschen Matsch. Ich schneide auch mal weiter. Oh ja. Ich bin jetzt genau in diesem Moment auf der Fehmarnsundbrücke und ihr glaubt es nicht, aber da war ich noch nie. Der Grund, warum ich da bin, ist die Reise zu den Anfängen der Rücker-Familie. Sozusagen die ersten Schritte dieses Unternehmens und das passierte hier auf Fehmarn. Inse hatte mir das ja erzählt. Es gibt hier das alte Ursprungsgebäude, das werde ich aufsuchen. Und natürlich werde ich hier versuchen, alles zu genießen, was Fehmarn so bietet. Wahnsinn, da hat sich ja kaum was verändert. Dieses Foto ist von 1890 und das ist das heutige Gebäude. Früher war es eine Meierei und Eduard Rücker hat hier angefangen zu arbeiten, dieses Familienunternehmen aufgebaut. Und die Geschichte, die ist wirklich interessant.
Ende des 18. Jahrhunderts pachtete Eduard Rücker die Meierei in Vaddersdorf. In mühsamer Handarbeit stellte die Familie Butter, Sahne und Käse her. Sie produzierte unter anderem einen hochwertigen Tilsiter. Dieser ist bis heute als Küstenurtyp erhältlich. Das Geschäft lief so gut, dass er in den 30er Jahren den Schritt aufs Festland wagte. Ich habe da eine gute Idee. Ich mache jetzt eine One-Pot-Pasta. Da schnippel ich Tomaten rein, Brokkoli, Zwiebeln und Knoblauch. Natürlich Pasta, klar. Oh, die gute Sahne. Und als krönender Abschluss Ostsee-Cheddar. Riechen tut's schon mal. Ach, Weltklasse. Mein Magen knurrt. Es ist wirklich stark. Es ist fein würzig. Durch die Sahne kommt es auch noch mal richtig, richtig cremig rüber. Auch ist das schön. Da im Hintergrund die Fehmarn-Sundbrücke. Ich hier vor meinem Van. Und einem fertigen Gericht, One-Pot-Pasta mit Ostsee-Cheddar. Wirklich gut. Und morgen geht's dann nach Wismar. Dann werde ich endlich sehen, wie der Ostsee-Cheddar hergestellt wird, wie er reift, was alles sonst noch dazu gehört. Besser kann es doch gar nicht sein. Ich bin in Wismar angekommen. Das ist cool. Aber ich stelle mir eine ganz entscheidende Frage. Hat das da etwas hiermit zu tun? Wismar ist ja echt toll und ich könnte jetzt tatsächlich noch ein bisschen länger in der Stadt rumlaufen. Aber ich habe ja eine Verabredung mit der Insa bei der Molkerei, damit sie mir zeigt, wie der Ostsee-Cheddar entsteht. Ich mach dir mal die Schranke auf. Danke sehr. Hey! Hey, Haro! Hallo! Herzlich
herzlich willkommen. Oh, okay. Schön. Geht's dir gut? Ja, wie geht's dir? Oh, toll. Alle freuen sich auf dich. Wir haben alles vorbereitet. Und bevor wir in die Molkerei gehen, müssen wir einmal Schutzkleidung anziehen. Alles klar. Ich muss dazu sagen, ich bin kein ausgebildeter Käsemeister, aber ich habe ein bisschen was gelernt. Hab zugehört. Hier haben wir jetzt den Bruch. Diese Masse muss eine gewisse Konsistenz erreichen, bis sie weiterverarbeitet werden kann. Ich muss sie jetzt anschneiden, dann wie mit der Kuchengabel drunter und anheben. Wenn die auseinanderbricht und dann so ein bisschen porzellanartig aussieht, dann sind wir genau an dem richtigen Punkt. Ich hoffe mal, dass das passt. Oh ja. Ja. Das sieht meiner Meinung nach verdammt gut aus. Das bedeutet, ich kann hier zumachen und das weglegen und den nächsten Schritt einläuten. Kommt jetzt direkt aus der Salzlake und unter normalen Umständen wird er jetzt verpackt, kommt in den Supermarkt und wird dann dort verkauft. Aber nicht hier. Hier läuft das anders. Was hiermit passiert, das zeige ich euch gleich. Aber wisst ihr, was mich noch interessiert? Ob der jetzt schon schmeckt? Ja. Wo wir doch gerade noch so nah bei der Milch sind. Also es war ja fantastisch, das alles mal so zu sehen. Aber ich habe da noch eine Frage. Ich war ja bei der Rina in Ostfriesland. Mhm. Aber habe ich das richtig verstanden? Die ist nicht für den Ostsee-Cheddar da. Richtig. Die Küstenbauern an der Nordseeküste, so wie Rina, die Milch geht in unser Auricher Werk. Und die Küstenbauernmilch von den Landwirten hier in Mecklenburg und Schleswig-Holstein, die geht in das Werk nach Wismar und daraus wird Ostsee-Cheddar. Ah, okay. Also insofern wirklich regional vernetzt, genau. Kurze Wege. Genau. Ah, super. Entscheidend ist, dass wir eben die Herkunft garantieren können. Dann habe ich noch eine Frage. Ja. Ich bin ja, als ich hier nach Wismar gekommen bin, erstmal an den Markt gefahren und dann habe ich den alten Schweden gesehen. Und wir alle kennen ja dieses Sprichwort, alter Schwede. Ja? Woher kommt die Namensgebung für den Käse? Das war so, dass unsere Mitarbeiter gerne diesen einen Käse danach benennen wollten, weil das zu DDR-Zeiten verboten war. Es war ja nicht sozialistisches Ausland. Und als wir dann nach der Wende 1994 das Werk gekauft haben und diesen Käse neu aufgelegt haben, wollten die Mitarbeiter gerne, dass wir den Alter Schwede nennen. Alter Schwede, ist das eine gute Idee. Sind das jetzt die heiligen Hallen, wo ich rein darf? Das sind die heiligen Hallen, ja. Hier ist alter Schwede, Altmecklenburger. Der ist jetzt seit 2 Tagen hier in unseren heiligen Hallen, okay. Reift auf ganz trockenem Fichtenholz. Das ist wichtig, weil da ja sowieso jetzt schon so viel Feuchtigkeit ist. Und wird mit Brotkulturen eben behandelt. Weshalb er dann nach 5 Wochen so aussieht. Wow. Das ist 5 Wochen gereifter alter Schwede. Das ist halt wirklich richtig gereifter Käse, wie es schon unser Urgroßvater gemacht hat. Die Kälte, die Luftfeuchtigkeit, die Rotkulturen und das Holz. Und das sind unsere Faktoren, die so, wie wir es anwenden, zu dieser Einzigartigkeit unseres Käses führen. Wo ist denn der Ostsee-Cheddar? Der Ostsee-Cheddar, der ist hier. Ich liebe diesen Geruch. Wie lange reift der? Der reift ja insgesamt über 3 Monate. So wie wir ihn reifen mit den Rotkulturen, ist das ja einzigartig. Wenn wir ihn länger reifen lassen, dann arbeiten die Rotkulturen zu lange, dann wird er zu bitter. Was genau sind Rotkulturen? Ja, Rotkulturen sind, wenn du so willst, Bakterien, die aber eigentlich gute Bakterien sind. Und diese Rotkulturen machen diesen kräftigen Geschmack.
Und die werden mit einer Salzwassersulze, wird der Käse behandelt, das wird eingerieben. Wir nennen das, er wird gepflegt. Möchtest du vielleicht mal eins probieren? Eins rausnehmen? Darf ich hier wirklich einen rausnehmen? Ja, wenn ich dir Handschuhe gebe, dann ausnahmsweise. Bist du ja sowieso schon in den heiligen Hallen. Nehme ich den da. Oh, der sieht gut aus. Wow. Oh, lecker. Ja, toll, oder? Super. Und was ist das da? Das sieht ja aus wie so ein, also wie so ein Korkenzieher, ne? So ein bisschen. Ja, das ist ein Korkenzieher für Käse. Das ist ein Käsebohrer. Und früher haben alle Rückers immer einen Käsebohrer in der Hosentasche gehabt, weil da war ja die Labortechnik noch nicht so ausgefeilt und man hat dann eben mit dem Käsebohrer ein kleines Stück rausgeholt, hat dann sozusagen anhand der Käseprobe geguckt, ob der Käse in Ordnung ist, wie weit er schon gereift ist. Du setzt an entweder dieser Seite oder an der Seite an. Okay. Gerne ich nehme so, mal so eine Seite. Genau, so, und dann, so im oberen Drittel. Ja. Und dann setzt du ganz geschmeidig an und versuchst, ein schönes Loch reinzudrehen. Okay. Ah, das sieht doch super aus. So. Hey. Dann konnte der Käsemeister anhand der Farbe, des Geruchs und natürlich auch des Geschmacks, man beißt allerdings nicht rein, warum, sage ich euch später, aber hier ein Stückchen Käse nehmen. Und dann den Qualitätsstandard sozusagen festsetzen. Wenn noch was gemacht werden muss in der Lagerung, kann man was dran machen. Ansonsten hat man das hier wieder reingesteckt. So. Und dann wurde mit der roten Käseschmiere, mit den Rotkulturen, das wieder zugemacht. Und am Ende sieht man es auch nicht mehr. So lief es ab 1890 bis hin Anfang 1920er, 30er, bis dann die Arbeit mit den Laboren begonnen hat. Gesehen von der Küstenbäuerin über die Käserei, über unser heiligen Hallen, das Reifezentrum. Und jetzt kriegst du noch das fertige Produkt dazu. Vielen herzlichen Dank, Insa. Super gerne.